Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Und natürlich auch Edi Finger Junior. Damit einen schönen Sonntagabend. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für die nächsten zwei Stunden. Geht es nur um die österreichische Bundesliga mit Frankie Schinkels, mit Edi Finger. Schön, dass Hallo. Ihr auch den Weg ins Studio gefunden habt. Wir werden gleich über die Paarungen plaudern. Schauen uns aber zuerst einmal die sechs Spiele an, die uns an diesem 20. Spieltag erwarten. In dieser Reihenfolge werden Sie auch die Spiele sehen. Die Harzberger empfangen Rapid. Der LASK bekommt es zu Hause mit SK in St. Pölten zu tun. Die Austria im Spitzenspiel gegen Salzburg, die Admira zu Hause gegen Sturm Graz, die WSG aus Tirol empfängt den Wolfsberger AC und zu guter Letzt dann noch SV Mattersburg gegen den SCR Altach. Also grundsätzlich, lieber Frankie, Austria-Salzburg ist natürlich ein interessantes Spiel. Auf der einen Seite die Austria, die jetzt noch um den Einzug unter die Top 6 kämpft. Die Salzburger, die jetzt gezeigt haben, in der Europa League, sie sind doch zu knacken. Grundsätzlich bist du überzeugt davon, dass auch die österreichischen Mannschaften wie Frankfurt agieren können? Naja, vielleicht nicht so intensiv wie Frankfurt. Frankfurt ist mittlerweile auch ein Eurofighter, das wissen wir. Letzte Saison schon eine tolle Eurosaison gespielt. Deswegen kann das passieren, dass du einmal unter die Räder kommst gegen Frankfurt. Aber nicht vergessen, Martin, Eddie, LASK hat Salzburg auch letzte Woche geschlagen. Und da sind alle Salzburger nachher noch gestanden und gelacht und hat es quer schon. Und dann, drei, vier Tage später, bam, die nächste große Watschen gegen Frankfurt. Und jetzt kann man dann noch einmal ein Watschen bekommen von einem Verein wie Wien Austria, die kämpft um den Einzug in die erste Sechs. Und es wird sicher keine leichte Partie. Mhm. Lieber Edi, siehst du bei den Salzburgern wirklich einen Qualitätsverlust durch die Abgänge von Haaland und Minamino oder ist es Verunsicherung derzeit? Nein, es ist so, ich könnte jetzt sagen, ich bin froh, dass ich bestätigt wurde. Ja. Ist aber, tut mir leid. Ja. Weil vor der Saison habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass Salzburg das schafft, so viele gute Spieler auszutauschen. Die haben das Glück gehabt, dass alles funktioniert und dann im Winter Übertrittszeit drehen sie noch einmal durch und haben noch einmal die vier Besten raus. Und ich sage, ich habe gesagt, ich glaube euch nicht, dass sie Meister werden. So wie immer gesagt, ich habe gesagt, der LASK ja. wird stärker sein, weil sie kompakter sind. Und ich glaube, jetzt geht es darum, dass die Salzburger nicht den Geier Sturzflug machen. Weil sie müssen in der Europa League erst einmal über die Deutschen, sage ich, halbwegs drüber kommen, aufsteigen werden sie nicht. Und sie müssen in der Meisterschaft auch mal was zeigen. Also das sind jetzt ganz schwierige Wochen für Red Bull. Und eigentlich fast ein bisschen, das ist jetzt hart, was ich sage, ein bisschen Arroganz. Weil man verkauft im Winter schon die besten Spieler. Der allerbeste war der Haaland. Minamino, unheimlich wichtig für die Truppe. So, und man denkt, ah ja, das geht sich aus gegen die Nasenbohrer die in der heimischen Liga. Na, LASK hat schon einmal gesagt, aufpassen, wir sind da. Austria Wien kann einmal das Fingerchen zeigen. So, ich weiß nicht, ob das dann gut ausgeht. Eddie, muss man sagen, hat es zwar vor der Saison schon gesagt, dass LASK dieses Mal angreifen wird. Mhm. Habe ich auch noch ein bisschen skeptisch gedacht, aber jetzt muss ich ihm zu 100% bestätigen, Salzburg muss aufpassen, weil sonst geht vieles schief. Mit den Salzburgern beschäftigen wir uns. Im Laufe der Sendung ist unser Spiel 3 gegen die Wiener Austria. Wir starten allerdings in der Obersteiermark, wo es Harzberg mit dem Lieblingsgegner zu tun bekommt. Lieblingsgegner deshalb, weil die letzten fünf Begegnungen, sprich die Bundesliga-Begegnungen zwischen diesen beiden Teams, zwei Siege für die Harzberger gebracht haben. Zwei Remis und Rapid konnte tatsächlich nur eines dieser fünf Duelle gewinnen. Wir blicken auch gleich auf die Mannschaftsaufstellungen, starten natürlich mit den Hausherren aus der Steiermark. Da gibt es die ein oder andere Veränderung nach der Niederlage gegen den WRC auf drei Positionen. Kainz, Rasswalder und auch Lehmer mit dabei bei Markus Schopp und wir kommen gleich von den Steirern zu den Hütteldorfern. Auch da gibt es dann das ein oder andere neue, bekannte Gesicht. Zwar noch nicht in der Startaufstellung, aber wir sehen auf der Ersatzbank Ercan Kara vom SV Horn gekommen, ein begnadeter Stürmer. Wo aber viele gesagt haben, ob er tatsächlich reif ist für die Tipico Bundesliga, das wird sich dann mit der Zeit auch erst zeigen. Also ein unheimlich spannendes Duell, was uns in unserer ersten Begegnung erwartet. Und bleibt es dabei, dass Hartberg Rapid als Lieblingsgegner bezeichnen darf. Hartberg zeigt es also wieder mal den Hütteldorfern, mit dem war nicht unbedingt zu rechnen, lieber Frankie. Oder von deiner Seite schon irgendwo ein Zweckoptimismus dabei, wo du sagst, die Steirer, die biegen das schon?
Ja, aber ich weiß, was wir zu viel noch immer tun. Wir tun Rapid noch zu viel heben. Wir reden über Rapid als Name. Aber die Mannschaft steht ja ganz anders da. Die zwei Wiener Vereine sind nicht mehr die Wiener Vereine, die ich auch noch erlebt habe als Spieler und als Trainer und als Zuschauer. Die sind einfach von der Qualität her schlagbar. Und ja, Hartberg hat alles gegeben und dann ist es doch nicht verwunderlich eigentlich, dass du einen Unentschieden machst. Die reihen sogar einen Sieg nach. Ede, wie siehst du das Ganze? Ist Hartberg gar nicht so schlecht, wie viele glauben, oder ist Rapid einfach in der Obersteiermark nicht wirklich immer in Bestform? Na, ich glaube so, also erstmal ist Rapid nicht so gut, wie wir glauben. Rapid ist eine Mannschaft, wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, die haben nicht einmal einen Nationalspieler drinnen. Das hat es, seit ich Rapid kenne, nie gegeben. Rapid ohne Nationalspieler. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Sie haben nicht mehr die Qualität. Und die Hartberger, die machen das sehr gescheit. Die haben mit ihren kleinen Mitteln versucht, eine halbwegs gute Mannschaft zusammenzustellen. Haben einen gescheiten Trainer, der ja wirklich bei vielen Vereinen schon war. Der weiß genau, wie tue ich denen weh. Und das demonstriert er Spiel für Spiel. Ja, und jetzt schauen wir uns auch gleich die gesammelten Treffer an. Starten mit dem 0:1 für Rapid. Da Felix Luckeneder im Mittelpunkt ein Eigentor. Frankie, würdest du dem Tormann eher den Vorwurf machen, dass er vielleicht nicht laut genug geschrien hat? Oder muss der Verteidiger da hingehen? Wie siehst du es? Martin, ich glaube, dass der Schwede Tor richtig geschrien hat. Aber da musst du nicht nur schreien, sondern der muss wissen, da brauche ich nur ein Zeichen und dann lasse ich den Ball gehen. Aber er war sich zum Schluss zwei Gedanken und hat dann die falsche Gedanke gewählt. Gut für Rapid, aber ja. Sonst fängt der Schwede den Ball und leitet ein Konter ein. Genau, also im Prinzip alles vermeidbar gewesen, aber die Antwort der Hartberger lässt nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeitpause in der 45. ist es dann Reiko Repp. Lieber Edi, das Abwehrverhalten von Grün-Weiß? Naja, das Abwehrverhalten kann ich so nicht so schlecht bezeichnen. Ich kann nur das Torhüterverhalten, weil das ist ja für mich ein klassisches Steirer-Goal. Ne? Und ich sag's noch einmal, der hat immer so sein Kapperl auf oder sein Hörn. Er hat Angst. Er geht nicht mit dem Tempo zum Ball und zum Gegner, den ein Torhüter haben muss, dieses Tempo. Und das hat er nicht. Ich meine, ich denke mir, ein Consiglia, ein Wolfhard, ein Konsel, die sind rausgeflogen, haben sie die Stürmer gefürchtet. Und da fürchtet sie leider nur der Rapid-Tormann. Ja, und es ist sogar noch schlimmer gekommen aus grün-weißer Sicht, denn die Hartberger konnten die Partie sogar zwischenzeitlich drehen. Das 2:1, es ist wieder eine Hereingabe, wo Rapid nicht unbedingt die beste Figur macht. Lieber Frankie, deine Analyse bei dieser Ecke? Ja, Repp wieder dabei, weil das ist doch schon ein Spieler, der bei vielen Toren dabei ist. Und das ist natürlich gut, das ist Fußball. Die kleine Geschichten schreibt der Fußball. Luckeneder vorher noch der Buhmann, sag ich mal, und jetzt der gefeierte Held, wobei, das war die Ausgangsposition, der, ja. Hier auch der Schrebinger besser aussehen kann und so einen Standard zu bekommen, das ist die Höhe, die ich normal früher sogar hätte köpfen können mit 1,22 und deswegen darf das nicht passieren. Darf nicht passieren. Edi wollte noch was hinzufügen. Nee, da stehen 6 Rapidler dort und waren interessierte Beobachter, so wie wir. Ja. Aber es hätte müssen einer was machen. Also, nein, das ist kein, also das Tor gehört den Torhüter nicht. Man kann es halten, aber es war kein Steirer-Tor. Aber die Abwehr muss natürlich schon reagieren, wenn 2 Meter von Tor da auf 6 Mann stehen und schauen. Holla, also es war ganz schlechtes Abwehrverhalten von Rapid. Hütteldorfer Begleiter sozusagen bei diesem 2:1 für Hartberg, aber sie konnten zumindest noch einmal jubeln in der Nachspielzeit und da kommt der neue Mann ins Spiel. In der 81. gekommen, in der 93. sein erster Treffer, Ercan Kara vom Horn gekommen, ist jetzt nicht der klingende Name, aber er hat in den letzten Jahren gezeigt, egal wo er ist, er trifft regelmäßig und jetzt auch für den Rekordmeister Frankie. Ist das einer, der Rapid wirklich weiterhilft? Naja, das ist egal, ob der jetzt von Horn kommt oder was anderes, aber der Junge ist mit seiner Größe beispielsweise eine bessere Alternative auf dieser Position wie den Baci, ja, wie den dunkelhäutigen Spieler, der jetzt wieder weg ist, der eigentlich nur ein Stehgeiger war. Und so einen gebe ich dann die Chance, der auf das Leibel zeigt, der ganz stolz ist, der vergisst, dass er sofort auf den Mittelablauf muss eigentlich, um vielleicht noch ein Tor zu schießen, aber der ist ganz stolz, dass er die grün-weißen Farben tragen darf. Und darum finde ich das, nicht weil er das Tor jetzt geschossen hat, aber finde ich einen guten Kauf. Er ist vielleicht noch nicht gesehen als der Stammspieler, aber Versuch, Auftritte perfekt.
Ja, Frankie, Edi, danke für eure Analyse. Wir haben noch ein bisschen Inhalt, was diese Partie auch betrifft. Denn wir haben natürlich auch Stefan Schwab und auch einen weiteren Spieler, nämlich Ercan Karar, nach dem Spiel zum Interview getroffen. Ja, wichtig ist für uns, dass wir jetzt nicht verloren haben da. Also nach wie vor gibt es natürlich jetzt unter der Woche ein gutes Gefühl, dass wir zumindest das Spiel dann nicht verloren haben. Und wir haben jetzt eine kleine Serie, das ist wichtig, dass wir die aufrechterhalten. Und wenn wir dann da 2-1 hinten sind, dann sind wir natürlich jetzt zufrieden mit dem 2-2. Aber natürlich, wir wollen vorne dabei sein, wir wollen überall, wo es geht, jetzt gewinnen. Und von dem her ist es natürlich zu wenig. Aber so spät ein Ausgleich jetzt sind wir gut. Ercan, Pflichtspieldebüt heute in Grün-Weiß und gleich mit einem ganz wichtigen Tor belohnt. Hätte es für dich persönlich nicht schöner laufen können? Es könnte schöner laufen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber ich bin natürlich sehr glücklich. Mein erstes Spiel, ich habe gleich genetzt und habe meiner Mannschaft geholfen, den Punkt mitzunehmen. Das Tor selbst, kannst du uns kurz aus deiner Sicht die Entstehungsgeschichte und den Abschluss schildern? Ja, es war ein Eckball. Ich bin ein großer Spieler. Ich wusste, dass der Ball jemand weiter scherzelt, weil wir flanken öfters auf die erste Stange. Und dann habe ich gedacht, vielleicht scherzelt jemand weiter. Und ich bin einfach dort gestanden, wo ein Stürmer stehen muss. Wir haben zuerst über die Aussprache deines Vornamens gesprochen. Jetzt kannst du mir persönlich aufklären. Wie spricht man dich richtig aus? Man spricht mich richtig Ercan aus und nicht Ercan, aber mich stört es nicht. Alles klar, danke und weiter so. Also ein super Einstand für Ercan Karar. Lieber Edi, vielleicht noch ein Statement zu Rapid. 2-0 gegen die WSG, jetzt ein 2-2 gegen Hartberg. Was kann man erwarten von den letzten zwei Runden und hinsichtlich natürlich auch des beginnenden Meisterschaftskampfs? Na gut, Rapid hat eigentlich nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Sie werden nicht Meister, das kann ich hier verraten. Sie werden auch nicht Vizemeister und sie werden nicht Cupsieger. Also was ist? Eigentlich könnte der Trainer jetzt sagen, ich probiere was aus, ich versuche modernen Fußball zu spielen. Na, wenn man einmal verlieren, bricht die Welt nicht auseinander. Frage ist nur, ob man sich das als Rapid-Trainer mit den vielen Rapid-Fans, ob man sich das trauen kann. Der modernste und attraktivste Fußball ist jedenfalls derzeit in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu Hause. Lars Klins hat die Tabellenführung übernommen und die Mission, die heißt natürlich Tabellenführung verteidigen. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Schönen Sonntag, willkommen zurück hier zur Anpfiff auf OE24TV. Eine Partie haben Sie verpasst oder vor der Werbepause schon gesehen, nämlich unser Spiel 1 Hartberg gegen Rapid. Ein leistungsgerechtes 2-2. Grün-Weiß rettet einen Punkt und nimmt ihn mit nach Wien-Hütteldorf. Sie können erkennen, unser zweites Spiel ist auch ein sehr, sehr attraktives, wo die Mission lautet, Tabellenführung verteidigen. Die Linzer beeindrucken uns schon seit geraumer Zeit, auch auf europäischer Ebene, muss man sagen. Ein 1-1 gegen AZ Alkmaar lässt uns hoffen, dass zumindest eine österreichische Mannschaft noch ins Achtelfinale der Europa League kommt. Und wir schauen gleich mal auf die Startaufstellung, denn Rotation ist natürlich auch bei den Linzern gegeben in dieser Phase der Meisterschaft. Und wir sehen namhafte Spieler auf der Bank, wie ein Dominik Frieser, der gegen Salzburg noch doppelt getroffen hat, ein Thomas Geuginger, ein Raguz, also namhafte Spieler, die mittlerweile auf der Bank Platz nehmen. Vielleicht ein kurzes Statement von dir, Frankie. Kann sich der Last das mittlerweile leisten, wirklich 3-4 wichtige Akteure auf der Bank sitzen zu lassen? Kann sich leisten. Und das Zweite ist, sie müssen sich das leisten. Sie sind jetzt, ich war mit in Holland und habe es gesehen. Sie haben taktisch eine sehr gute Leistung geboten. Spielerisch war das kein Highlight, aber ein Ergebnis, was man gern hat, auswärts gegen einen holländischen Topverein, 1-1. Und jetzt müssen sie rotieren. Das ist ein Muss, weil sie sind im Cup noch drinnen, österreichischer Cup. Dann spielen sie um den Titel. Ja, ich sage euch das. Sie spielen um den Titel, das haben sie selber schon ausgegeben. Und in der UEFA Cup jetzt am Donnerstag der Retour spielt, wo sie auch noch 90 Minuten oder vielleicht länger noch Vollgas geben müssen. So, das einzige Richtige, was der macht, der Valerie Ismail. Also es läuft richtig gut bei den Linzern und es werden auch immer die wichtigsten und besten Maßnahmen getroffen in Oberösterreich. Aber bei den St. Pöltern, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus. Wir sehen eigentlich nur im zentralen oder generell im Mittelfeld Veränderungen. Hofbauer in der Vorwoche auch per Direktfreistoß getroffen. Es wird natürlich keine einfache Aufgabe für die Elf von Alexander Schmidt, die definitiv als Außenseiter hineingeht in diese Begegnung gegen den LASK. Wie gesagt, die Mission lautet Tabellenführung verteidigen.
Wieder mal eine beeindruckende Leistung der Linzer, die im Prinzip in der ersten Viertelstunde die Partie schon entschieden haben. Und deswegen starten wir auch gleich mit einem Blick auf die gesammelten Treffer. Minute 7, dieser Angriff, lieber Frankie, St. Pölten etwas zu passiv. Ja, etwas zu passiv und zu fehlerhaft. Und ja, ich muss sagen, Lask, die Spieler, die mit dir in der Rotation waren und die jetzt sich beweisen haben können, auch in einem Bundesligaspiel, die haben eindrucksvoll das gezeigt. Alles aufgegangen, was der Ismaeli gemacht hat. Aber ja, was willst du mehr? Der Eddie hat es schon richtig gesagt. Nach einer Viertelstunde 3-0, dann nach einem schweren UEFA-Cup-Spiel, das geht. Ja, und Edith, dieser Hussein Balic, der wechselt einfach die Seiten und macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Ein spitzer Winkel, Thomas Vollenhofer im Tor, macht nicht die sicherste Figur. Ein haltbarer, oder? Ja, haltbar, aber auf der anderen Seite ein schwer zu schießendes Tor. Das muss man auch sagen. Das, da muss man Kicker sein, dass man die Leine bringt. Da wird man der Frenkie recht geben. Ja, und das ist natürlich auch ein Respekt von Balic, dass er nicht jubelt, aber das ist ein hundertprozentiger Tormann-Fehler. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gell? Und er will das Tor einfach. Und er probiert es und er wird belohnt. Und die Balic-Mania geht dann nur wenige Minuten später weiter in der 13. Dieser Haken, dieser Abschluss, die Latte hilft mit. Thomas Vollenhofer greift daneben, aber der war schon sehr, sehr präzise. Ja, aber Vollenhofer vielleicht um ein paar Zentimeter zu klein. Aber was hier der Balic natürlich macht, erst einmal super, super rausgespielt. Und hier sieht man es mit der Fersenhop. Und dann, er weist ins lange Eck. Ich habe den guten rechten Fuß, ich habe das Auge, ich habe das Selbstvertrauen. Ich bin U-Nationalspieler, U21-Nationalspieler. Ja, der Junge ist gut drauf. Wahnsinn. Und die St. Pöltener, die beuteln sich dann kurz und in der 19. kommen sie durch diese Standardsituation, wo sich die Linzer auch nicht wirklich gut verhalten, zum 3:1. Ahmed Muhammed Begovic, lieber Edi, ein klingender Name. Der hat damals nicht gewusst, dass das erste Ehrentor wird in der Partie, aber er hat sich gefreut. Weil oft kannst du bei 3:0 mit einem Tor, kannst du ein zweites Tor und auf einmal ist das wieder eine Partie. Ja, und die St. Pölten hatten sogar in der 30. dann noch eine ähnliche Situation nach einer Ecke. Da hätte es das 3:2 auch noch geben können. Insgesamt würdet ihr das Defensivverhalten vom LASK kritisieren? Ja, das, aber Martin, es passiert einmal, dass ein Standardstor entsteht. Ja. Aber hier auch, hier kann man nicht alles kritisieren. Aber was man von SKN kritisieren muss, die haben eine Woche lang Zeit gehabt, auf eine Mannschaft sich einzustellen, die doch UEFA Cup spielt, die doch Reisestrapazen hat und. Und dann ist LASK spritziger, dann ist LASK kampfbetonter, dann ist LASK alerter. Ja, Trauner gewinnt fast jeder Kopf zu werden. Also den musst du mit zwei, drei Leuten herausnehmen. So spielt eigentlich in der Defensive ein Absteiger. Ich sag's mal anders. Und da haben sie auch die Abseitsstellung aufgehoben. Also der eine Abwehrspieler hat ihm ja quasi seine Kollegen geschaudert, weil der hat das Abseits aufgehoben. Aber trotzdem, in Summe, so muss man die Tore machen, dass man gewinnt. Ja, der LASK setzt sich durch, behält somit definitiv die Tabellenführung. Können die Salzburger nachziehen oder nicht? Ist mittlerweile der Red Bull-Code geknackt oder nicht? Diese Fragen beantworten wir gleich. Die große UE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Damit herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Wir werfen zunächst einen Blick auf die bereits gesammelten Ergebnisse. Unser zweites Spiel gab es vor der Werbepause. Ein beeindruckender Sieg des LASK zu Hause gegen den SKN aus St. Pölten. Eine faire Punkteteilung zwischen Harzberg und dem SK Rapid. Sie können es unschwer erkennen. Unsere nächste Begegnung hat es durchaus in sich. Und hier stellt sich die Frage, ob der Red Bull-Code mittlerweile geknackt worden ist. Und die Frage geben wir gleich an unsere Experten weiter. Wir haben es am Anfang der Sendung schon ein bisschen diskutiert. Die österreichischen Mannschaften haben jetzt gesehen, anhand des Beispiels Eintracht Frankfurt, wie es gehen kann. Ist Salzburg jede Woche, an jedem Tag so anfällig? Vor allem in der Defensive hat man doch gemerkt, da ist dann eine gewisse Unkonzentriertheit entstanden, Räume, die man zuvor noch nie gesehen hat bei Salzburg. Weißt du, was das Problem ist bei Fußballern? Fußballer fangen zum Denken an. Wir sollen nicht so viel denken. Ich rede über wir. Mir haben sie es auch oft vorgeworfen. Du lieber lass es an andere über.
Weil die denken dann so, aha, vorne sind die zwei weg, die die meisten Tore geschossen haben. Pff, wer schießt die Tore? Puh. Und vor das dann weißt, dann bist du nicht mehr beschäftigt mit deiner eigenen Aufgabe. Ja? Und du bist dann in der Mannschaft, das ist dann das Thema. Ja, aber wo ist man in Holland? Du siehst der Triple Dortmund, Minus Spiel bei Liverpool, Wahnsinn. Und wir haben verloren gegen Lask. Jetzt haben wir einen draufgelegt gegen Frankfurt. Das ist eine kleine Selbstzerstörung in der Mannschaft. Ja? Mhm. Dann gibt es jetzt Ersatzspieler, die doch wieder nicht spielen. So, jetzt habe ich das erste Mal den Jesse Marsch schon ein bisschen Verzweiflung gesehen. Ja? Und jetzt ist die Frage, schafft er das mit seinem Management, Krisenmanagement, dass er das sofort wieder auf den Rails hat? Oder geht das weiter? Knappert das weiter in einer Mannschaft? Mhm. Weil es heißt aber nicht, dass wenn ich 40 Millionen in der Kabine habe, dass ich jedes Mal 3 Punkte habe. Das spürt sich nicht. Wo siehst du den größten Nachholbedarf jetzt vor allem nach diesen letzten beiden Begegnungen? LASK, Eintracht Frankfurt, wie verarbeitet man das am besten, deiner Meinung nach? Gar nicht. Ich glaube wirklich nicht. Man kann das nicht verarbeiten. Man macht im Sommer den Schnitt. Tschack. Gibt 5 Spieler weg, die 5 besten, und spielt dann. Dann das Wunder. Die spielen plötzlich Champions League, spielen trara, trara. Und dann haben sie gesagt, so, wir sind obergescheit, wir geben im Winter nur mal die 3 besten, 4 besten weg. Mhm. Und das ist die Strafe für dieses Verhalten. Das macht keine intelligente Mannschaft auf der ganzen Welt, zweimal den Schnitt. Man hätte sagen müssen, erster Schnitt, okay. Und dann schauen wir, dass wir den Haaland noch überzeugen und den Minamino und die anderen, dass wir noch bleiben bis zum Sommer und dann kann ich den nächsten Schnitt machen. Ich glaube, dieser zweite Schnitt war verhängnisvoll und ich habe es schon im Sommer gesagt, ich glaube nicht, dass sie Meister werden heuer. Champions League ist so und so schon vorbei und die Europa League, glaube ich, aber, ist auch vorbei. Aber weißt du, was ist? Da muss ich mir vorstellen, wir sind da in der Redaktion gesessen, bei unserer Sportzeitung, ja, wo man natürlich nur Fußball und nur Sport und GEMA, herrlich. Und dann haben wir gesagt im Dezember, Red Bull Salzburg, die können Europa League Meister Sieger werden. Mhm, ja. So, dann auf einmal Minamino weg und Haaland weg. Und jetzt kriege ich es, dann sage ich mal, jetzt doch im Beginn, watschen jetzt einmal. So, ist ja Wahnsinn. Jetzt ist eigentlich ein bisschen eine Selbstzerstörung, ist das, oder? Man hätte auch im Sommer das andecken können und uns noch mit Haaland und Minamino schöne Spiele schenken können. Das Kartenhaus, das stürzt langsam, aber sicher möglicherweise ein bei den Salzburgern. 8 Meisterschaften in Serie geholt, die 9. die wackelt gewaltig. Die Wiener Austria, die zieht sich natürlich auch warm an vor diesem Duell. Mit folgender Aufstellung geht es hinein in das Spiel gegen Salzburg. 2 Veränderungen, wir sehen dann junge Benedikt Pichler, der von Austria Klagenfurt gekommen war, ist auf der rechten Außenbahn zu finden. Im zentralen Mittelfeld wird Alexander Grünwald von Borkovic unterstützt. Kommen wir auch gleich zur Startaufstellung der Salzburg, die natürlich auch immer wieder das Rotationsprinzip anwenden, aber ihnen fehlen natürlich auch wichtige Stützen nach den wertvollen Abgängen. Aber an vorderster Front hat man wieder Wang und Daka aufgestellt. Dahinter Berischer, kann man gespannt darauf sein, wie er sich da hinter den beiden Spitzen füllen wird. Und wir versuchen jetzt natürlich die Frage zu beantworten, kann man den Red Bull-Code knacken oder nicht? Die Salzburger müssen sich also wieder mit einer Punkteteilung abfinden. Die nächste Möglichkeit auf einen Sieg ist dahin und vor allem der Abstand zum LASK. Der vergrößert sich natürlich von Woche zu Woche. Wir starten gleich mit den gesammelten Treffern. 4 hat es gegeben. Die Salzburger eröffnen relativ früh. Beginnt jetzt diesmal bei dir, Edi. Schöne Flanke, schöner Abschluss. Sieht alles nach Salzburg aus, oder? Ja, genau. Also, da haben sich viele Leute gedacht, ja, die schaffen das schon nicht. Die Austria war auch ein bisschen verunsichert in der Situation, aber klar, eigentlich die vernünftige, erwartete 1:0-Führung für die Salzburger. Keine Überraschung. Und Patson Daka soll der neue Erling Braut Haaland. Und der Torhüter sein. Der Austria, das ist auch so ein Fragezeichen. Der Benz spielt wieder. Der andere Junge, der jetzt ein paar Mal gespielt hat, der ist heute nicht einmal Ersatz gewesen. Ich habe nicht eruieren können, was wirklich los war. Aber auch da ist der Torhüter sehr, sage ich, sehr, sehr schüchtern rausgekommen. Und dann, die Torgarantie. Ich war im Stadion live und ich habe das Spiel gesehen. Salzburg war um 20% besser. Aber nach vorne merkt man einfach, da ist keiner, der richtig, richtig die Hütte trifft. Und bei der Austria gibt es einen Spieler, auf den alles aufgestellt ist, und das ist Mondschein. Und wie er hier trifft, sensationell. Ich sage, ein Mondschein bei Red Bull Salzburg wäre vielleicht ein Haaland
sag ich mal, Nachfolger. Wobei, das ist wie ein Traum, da, diese Aktion von Van Undaka ist Weltklasse, aber Eddie, das war in 90 Minuten zu wenig. Schau jetzt hin, was der Mann macht. Jeder andere schießt jetzt und der macht so einen geschletzten Außenpass und das kann der Dacker natürlich. Gar nicht so einfach. Dropkick mit der Außenseite, Timing muss stimmen. Ja. Aber Männer, ich war im Stadion, wie gesagt, und die Salzburger müssen das schon längst vorher entscheiden und haben das nicht können. Und die Austria hat immer ihre Chance gerochen. Die Austria ist zweimal belohnt worden. Ja, so ist es. Dann ist es der US-Amerikaner Eric Palmer Brown nach dieser Ecke. Und wenn man die Tore vorne nicht macht, dann bekommt man es hinten. Ne? Erstens das, aber die Austria hat nie aufgegeben, an ihre Chance zu glauben. Und was mir gefällt an dieser Austria, sind die Jüngeren. Die Jüngeren, die sind unbekümmert und so weiter. So, ich habe doch auch wieder gesehen, den Grünwald, den Klein, den Madl. Es ist zu wenig. Es ist zu wenig, als Führungsspieler bei der Wiener Austria die Ansprüche als Führungsspieler zu haben und keine Leistung zu bringen. Das ist dann zu wenig. Wenn ich dann, Mondschein steht da vorne, trifft, ist immer in aller Munde, aber dann kommen die Jungs schon, der Bircher, der Fietz, die rennen das Werkel warm. Und die älteren Spieler... Also wie Zakaria zum Beispiel. Das ist ein Talent, ja, aber sie kann kicken. Die älteren Spieler sind dabei, aber das ist in Österreich, habe ich da einmal gelernt, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Aber das muss ich sagen, ich habe immer kritisiert die körperliche Fitness der Austria, die wirklich schlecht war. Aber also heute hat man gesehen, sie haben wirklich was gemacht im Winter. Sie sind fitter geworden. Also man darf nicht immer nur negativ kritisieren, man muss auch positiv kritisieren. Also lauftechnisch war sie heute mit den Salzburgern auf Augenhöhe. Ja, und defensiv, alles was im Bereich war, haben sie ausgehalten. Perfekt, ja. Und natürlich, sie sind zu viel abhängig von nur einem Spieler, Mondschein. Ja. Mhm. Und du hast es ja vorher gesagt, die Salzburg hat einfach jetzt eine Lockerheit hinten. Mhm. Ja, und wenn du vorne natürlich, du hast es auch wieder gesagt, wenn du vorne nichts triffst, dann kriegst du es meistens. Auch gegen Lask, die ersten 20 Minuten, zweimal Stange, ein paar Chancen gehabt, nicht getroffen, auf einmal bam bam, Lask ist vorne, Lask gewinnt. So, ich glaube, da kommen ein bisschen schwerere Zeiten auf Salzburg zu, weil die kann der Jerzy Marsch nicht mit dem Videostudium aufheben. Das geht nicht. Das ist Qualität, was weggegangen ist, und die Qualität muss erst einmal zurückkommen. Nach einer kurzen Werbepause beschäftigen wir uns mit dem Duell zwischen der Admira und Sturm Graz. Nestor El Maestro will unbedingt den ersten Dreier einfahren, aber auch die Südstädter sehen sich gezwungen zu punkten. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Die Halbzeit wäre erreicht. Herzlich willkommen zurück auf OE24TV, wo wir mit Ihnen in die zweiten 45 Minuten sozusagen reinstarten. Schauen aber zunächst mal auf die gesammelten bisherigen Ergebnisse. Wir sehen ein 2:2 zwischen der Austria und Salzburg, ebenso das Ergebnis zwischen Hartberg und Rapid und ein 4:1 für den LASK zu Hause gegen SK in St. Pölten. Unser viertes Spiel lautet Admira gegen den SK Sturm, der mit einigen Personalsorgen zu kämpfen hat und ohne Despotov wieder antreten muss. Und Despotov zählt definitiv auch zu euren Lieblingsspielern in der Tipico-Bundesliga. Der Bulgare ist ein begnadeter Techniker und fehlt jetzt den Grazern für einige Wochen, muss sich auch einer Operation unterziehen. Wie schwerwiegend ist dieser Ausfall für den März vor allem? Sehr, weil er einfach ein wichtiger Bestandteil ist, genauso wie der Kitiaswili. Das sind zwei Top-Legionären, die Mannschaft besser machen. Aber bei Sturm hört man doch auch nur und liest man doch auch nur Kreisel, dann mit dem Präsidenten, dann ist der Trainer wieder unzufrieden. Sturm ist zu viel in einer Negativspirale. Ja? Der Verein ist nicht effektiv genug am Spielfeld und überhaupt nicht in der Vorstands. Kammer, sag mal, oder nicht? Siehst du es nicht so? Genau, der Kreisel sagt in einer Pressekonferenz, er wird aufhören nach der Saison. Ja. Dann sagt der Präsident, der Kreisel hört auf. Dann sagt der Kreisel, das habe ich nie gesagt. Ja. Also, ich habe dieses Kasperltheater. Ich weiß nicht, ich glaube, die sollten sich mehr mit dem Sport und weniger mit dem Drumherum beschäftigen. Und auch der Maestro, der hat natürlich eine sehr, sehr schwierige Position. Das muss man mal ehrlich sagen. Dann hat er natürlich auch noch ein bisschen Pech mit seinem Kader, der nicht ganz so geglückt ist, wie er sich
sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber im Grunde, glaube ich, die werden sich erfangen. Der Kreisel hört auf, haben wir gehört. Und es geht weiter, der Sport. Sturm wird nicht absteigen, aber sie werden auch nicht Meister. Diese zwei Sachen traue ich mich hier eiskalt zu sagen. Ja, und in der Südstadt müssen Sie sich heute erst behaupten. Wir werfen einen Blick auf die Startaufstellung der Admiraner. Da gibt es zwei Veränderungen in der Offensive. Hofer und Pusch rutschen hinein in die Startformation. Klaus Schmidt mit jener Aufstellung. Starkel auf der Bank, Jungmin auf der Bank. Auch alles gute Spieler wie ein Markus Pink, der auch noch hinzugekommen ist. Wir starten noch nicht mit dem Spielbericht, sondern haben auch noch die Startaufstellung von Sturm Graz natürlich für Sie parat. Die Grazer haben natürlich Qualität, haben in der ersten Runde auch darunter gelitten, dass einige Spieler gelb gesperrt waren, wie unter anderem auch die Nummer 10 Gitteschwili. Der ein oder andere kehrt auch zurück und somit hat Nestor El Maestro auch mehr Spielraum in der Begegnung in der Südstadt. Die Admira empfängt Sturm Graz und die große Frage ist, ohne Despotov gibt es den ersten drei oder nicht? Sturm Graz kann es also doch noch ein 0:2 bei der Admira und es war zwar keine einfache Aufgabe unterm Strich, dann aber eine souveräne Vorstellung der Steirer. Wir blicken gleich auf die beiden erzielten Treffer. Lieber Frankie, in der 16. gleich mal ein Start nach Maß. Wieder eine Standardsituation, wie viele Tore heute auch bei uns gefallen sind. Gut nachgesetzt, Handspiel reklamiert, lösen wir das Ganze auf. Aber nicht böse sein, wenn man das sieht, der Standard, wie er köpfen kann. Schaut mal hinten, Der steht ganz allein schwer. Immer nicht böse sein. Dann frage ich mich, wo ist die Einteilung? Welcher Spieler muss da den Raum decken? Die Standard ist gut geschossen. Und ja, Leitner kommt noch hin, aber zu wenig. 7:2, 7 Abwehrspieler, 2 Stürmer und das Goal. Also ganz richtig, die Aufteilung hat überhaupt nicht gepasst. Ja, das war mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Die Admiraner haben zwar zurückgekämpft, aber keinen Treffer erzielen können. Allerdings ins eigene Tor, da hat es funktioniert. Auch wieder eine Standardsituation. Wieder ist es Stefan Hierländer. Kolja Pusch steht da am kurzen Eck. Frankie, du bist Trainer, du warst Spieler. Muss er da hin? Da muss eigentlich der beste Kopfballspieler stehen. Mhm. Und da steht beispielsweise, ich sage nur Typen wie früher, Magianko, Meierhofer, ich sage nur einmal, ja, die großen, starken Spieler stehen da, die dann auch alles wegköpfen. Weil das ist, da wird oft aufgezielt auf die Stange 1. Hierländer schießt gut, hat eine unheimliche tolle Schusstechnik. Und da kann natürlich keiner was dafür. Das ist einfach von Busch, der ein Topspieler ist für die Admira. Aber in diesem Spiel zu wenig gezeigt hat und jetzt mit dieses Tor dann auch negativ aufgescheint ist. Ja, Defensivaufgaben zählen mit Sicherheit nicht zu den Spezialitäten des deutschen Legionärs. Wir haben es auch am Ende des Spielberichtes gehört. Für Klaus Schmidt ist nach dieser Begegnung Schluss mit dem Traineramt. Am Sonntagvormittag wird er bereits entlassen. Auch Joachim Standfest wird mit hineingezogen. Vergangene Woche hat Admira-Trainer Klaus Schmidt noch ein 2:2 gegen St. Pölten bejubelt. Mittlerweile ist er wieder Bundesliga-Geschichte. Beurlaubt wird mit sofortiger Wirkung auch dessen Assistenzcoach Joachim Standfest. Das stand fest, nachdem die Niederösterreicher nach der 0:2 Heimpleite gegen Sturm Graz mit Wartenspunkte gleich Vorletzter sind. Auf der Homepage der Südstädter wird Manager Amir Shaburzadeh wie folgt zitiert. Nach eingehender Analyse und vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben sind wir zu diesem Entschluss gekommen. Wir bedauern die aktuell sportliche Entwicklung, möchten uns an dieser Stelle aber explizit für die geleistete Arbeit von Klaus Schmidt bedanken. Michael Horvath wird die Kampfmannschaft vorübergehend betreuen. Doch was ist About Schmidt zu sagen? Er hat die Admira erst im September 2019 nach 6 Runden von Coach Rainer Geier übernommen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Admira lediglich einen Punkt auf dem Konto. Unter dem 52-Jährigen gibt es in 14 Runden 6 Niederlagen, 5 Unentschieden und 3 Siege. Klaus Schmidt und Joachim Standfest sind Geschichte. Edi, du hast jetzt schon während des Beitrags gesagt, wenn Felix Magath bei der Admira ist, dann muss eigentlich ein deutscher Trainer kommen. Sicher. Also, erstmal weiß ich nach wie vor nicht, was der Magath bei der Admira macht. Aber vielleicht klären Sie das einmal auf. Ist klar, die werden sicher einen Trainer. Ich finde, der Zeitpunkt ist für mich der schlechteste, den es gibt. Die Admira hat nächste Woche quasi ein Vorentscheidungsspiel. Da geht es um Sein oder Nichtsein. Es geht nachher noch weiter. In dieser Situation habe ich noch nicht den neuen Trainer, habe den alten, der meiner Meinung nach eine gute Arbeit geleistet hat, einfach raus, lasse einen Zwischentrainer, den Michael Horvath, dazwischen arbeiten. Was soll da rauskommen?
Das kann nicht funktionieren. Es ist, ich sage mal, Eddie auch seine Worte zum Kotzen. Weil, warum? Erstens macht dieser Trainer Schmidt, der von Chapuzadeh so gelobt ist und der passt super zu die Admira und. Dann gehst du in eine Vorbereitung, dann bereitest du dich vor auf die wichtigsten Spiele, die dann kommen, körperlich und auch mental und alles. Dann kommt vom Flyer Alarm ein hochdotiert bezahlter Sportdirektor, wo wir letzte Woche noch gesagt haben, das ist top, das war bei uns ein Top, stehe ich immer noch dazu. Magath in der österreichischen Liga, das kann was, aber ich bin beim Eddy. Da hat man jetzt das komische Gefühl, aha, der Klaus Schmidt, der ist vielleicht eh schon so gestanden an der Linie, weil St. Pölten war vielleicht schon, wenn ich da nicht unentschieden gespielt hätte, war ich eh schon weg. Ja. Und ich kann sogar weg sein, wenn ich eine Trainingspartie verliere. Wenn A gegen B verliert, dann kann es schlecht sein. Nein, das ist zum Kotzen, wenn man den dann so weglobt mit, ja, danke und das war super. Es war von vornherein ausgemacht, dass da ein anderer Trainer kommt. Und alle anderen, die nur noch mit umreden, schmarifu. Sperrt mich an. Die große Frage stellt sich ja auch, warum lässt man Klaus Schmidt über den Winter die Vorbereitung machen und dann in der zweiten Runde schon Schluss? Da sitzen gut bezahlte Fußballdirektoren, da kommt einer, der hat alles gewonnen in Europa, was zum Gewinnen war. Und die wissen doch, dass da muss ich den Klaus Schmidt vor Weihnachten sagen, also, die gebe ich ihm eine Hand und gebe ihm ein Weihnachtsgeschenk mit und dann kaufe ich mit Geld und den Stand fest da und sage, Jungs, das war's. Ja, dann schaust du auch deppert als Trainer, nicht? Aber dann weißt du zumindest, okay, und die Mannschaft da. Jetzt hat er die ganzen Truppen hingearbeitet und so schlecht kann der Klaus Schmidt auch nicht gewesen sein, dass du gegen Sturm 2-0 verlierst. Und der Busch ist ein Deutscher, der kann auch nichts für so super spielen. Schuld bei dem zweiten Tor und beim ersten Tor, okay, da sind sie verdammt schlecht gestanden. Aber wenn das dann auch ein Trainerfehler ist, ja, Halleluja. Frankie, das ist völlig recht. Und noch was, die Spieler werden so verunsichert durch diese Aktion. Jetzt fragt sich jeder, und was ist mit mir? Kriege ich einen neuen Vertrag? Kriege ich keinen? Hauen sie mich auch raus. Nicht? Das ist ja die Existenz der Spieler. Also da hast du, wenn mich jemand fragt, wie mache ich eine Unruhe in der Mannschaft, sage ich, schaut sich die Admira an, das funktioniert perfekt. Das ist leider so. Ja, wieso du jetzt ein neuer Trainer auf einmal kommen und pop, da kommt, ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist. Ich kenne keinen österreichischen Trainer, der jetzt da er unbedingt jetzt was machen sollte. Felix Magath, glaube ich, wird es selber nicht machen. Horvath kann doch auch nichts anders machen als Klaus Schmidt. Nicht? Aber ja, wir analysieren das, aber wir machen es immer so, wie wir es gewöhnt sind von uns, mit der Wahrheit. Und das ist zum Spam. Wir halten fest, die Admira ist ohne Trainer, Frankie und Edi heißen das Ganze gar nicht gut, Klaus Schmidt nach zwei Runden weg und keiner weiß so wirklich warum. Dagegen die Grazer, die mit den ersten drei Punkten in dieser Frühjahrsaison mehr oder weniger anschreiben. Nach einer kurzen Werbepause widmen wir uns einem ganz anderen Duell und da treffen sich zwei Pferdeln, nämlich Ferdinand Oswald und Ferdinand Feldhofer. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Und natürlich Edi Finger Junior, willkommen zurück hier auf OE24TV. Wir blicken auf unser Ergebnis Nummer 4 vor der Werbepause präsentiert. Admira zu Hause 0:2 unterlegen gegen Sturm Graz. Die restlichen Ergebnisse können Sie zunächst mal ablesen. Jetzt volle Konzentration aber auf unser fünftes Duell, wo es die WSG aus Tirol mit dem WRC aus Kärnten zu tun bekommt. Das Duell der beiden Pferdeln, lieber Frankie. Ja. Ferdinand Oswald, der Stinkefinger der Nation, nachdem er das vor einigen Tagen preisgegeben hat. Auf der anderen Seite ein Ferdinand Feldhofer im Aufwind, der die ersten drei Punkte einfahren konnte. Welcher Ferdinand ist stärker? Ja, ich glaube, dass der Oswald mehr entscheiden kann eigentlich, ja, im Spielfeld, wenn er einen super Tag hat. Aber du hast recht gehabt, Feldhofer, super Einstieg, tolle Mannschaft, war ein wichtiger Sieg gegen Hartberg, der erst 3-0 und mit einem guten Fußball. Ja, man erwartet vom WRC überall Fußballer und ich muss aber trotzdem sagen, die Wattens, so schlecht haben es mir nicht gefallen gegen Rapid. Das war, sie spielen einfach ihr Spiel. Alles hoch und lang auf den Lange. Und da ist der zweite Ball, da wird Druck gesetzt. Und da hoffen wir, dass der Ball einmal runterfällt, dass wir beim Gegner Tor sein. Ganz einfache Taktik, aber kann auch früchten.
Vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Rapid hat man gesehen, dass die Mannschaft aus Tirol durchaus konkurrenzfähig ist. Mit folgender Aufstellung geht es hinein in das heutige Duell gegen den WRC. Wir sehen natürlich wieder vorne Dedic und Meierhofer, die sich natürlich aufgrund unterschiedlichster Kompetenzen gut ergänzen könnten. Petzos hat sich schon mal mit einem Super Bock quasi eingefügt in Hütteldorf. Das zweite Tor hat er seinem griechischen Freund Funtas mehr oder weniger freiwillig vorbereitet. Also Thomas Silberberger nimmt die ein oder andere Veränderung auch vor, setzt aber auf seine Neuzugänge Petzos und Meierhofer. Auf der anderen Seite sehen wir die Kärntner, die natürlich voller Selbstvertrauen anreisen. 3:0 im ersten Spiel unter Ferdinand Feldhofer. Es gibt keinen Anlass, um irgendetwas zu verändern. Genau dieselbe Elf steht auf dem Platz. Alles ist also angerichtet. Die WSG aus Tirol steht im Tabellenkeller fest, hat noch keine Punkte im neuen Jahr geholt. Die große Frage, ist es am Tivoli endlich soweit? Die WSG aus Tirol schreibt an, in diesem Jahr 2020 setzt sich auf relativ souveräne Art und Weise zu Hause durch. Wir blicken zunächst mal auf die beiden Treffer, zunächst durch Michael Svoboda, auch der Major mit dabei. Wieder eine Standardsituation, Frankie, in der die WSG was richtig macht? Ja, aber alles. Weil sie wissen, aus dem Spiel werden es nicht unbedingt viele Chancen bekommen, dann schauen wir, dass wir bei den Standards gut sein. Kübauer hat sich beschwert, ah, die spielen nur lange Bälle auf Meierhofer. Der Trainer Feldhofer hat sich beschwert. Ganz einfaches Spiel, aber jetzt hat man zwei Spiele, drei Punkte und gegen Rapid hat man eine ordentliche Leistung geboten. Sie sind jetzt, glaube ich, voller Mut. Und das freut uns, der Eddie und ich besonders, der Oswald, der Fell, hat endlich wieder gehalten, wie ein Tiger. Ja, und vor allem die Null gehalten. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal dieser Begegnung. Lieber Edi, die Analyse des zweiten Treffers nimmst du vor. Zlatko Dedic, slowenischer Nationalspieler, macht das. Lieblingsspieler von Nach mir. Nach dieser Balleroberung geht es pfeilschnell in die Richtung, wo der WRC auf Abseits spielt. Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist Abseits, wenn ich ganz ehrlich bin. Und so macht man das. Darum mache ich es ganz einfach. Ne? Man rennt runter und schießt ihm ins Eck. Ne? So einfach geht das, wenn man kicken kann. Wenn man kicken kann. Ja. Eine Grundvoraussetzung. Aber hier die Balleroberung und hier sieht man in dem Mittelkreis, der glaubt, er ist gescheit, er will das Abseits machen, aber das war dumm. Der Pass war wichtig, aber der Junge ist 34, glaube ich. Ja? Der Dedic. Und so ist das. Macht dann aber, hätte ich gesagt, es war leicht, aber bin auch schon oft aufs Tor gerannt und da habe ich nicht gewusst, was ich dann zum Schluss mache. Da musst du ein Goalgetter sein. Weil das letzte Augenblick, Kopf hoch, was macht der Tormann? Ja, du kannst es, glaube ich, schon gehört. Du bist da so ein Schneller auf der Flanke und schließt damit. Vielleicht schon ein bisschen her, aber ich bin die Qualität, die nehme ich gerne an, wenn du mir sie zuschreibst. Ja. Aber so ein Goalgetter brauchst du, weil du kriegst nicht viel Chance. Sie haben nicht viel Chance gehabt. Aber das, was du sagst, stimmt ja alles. Nehmen wir jetzt nur den Torhüter jetzt her von der Tiroler. Der war wirklich am Beginn klasse. Ja. Dann hat er eine Phase gehabt, wo er nur Steirer gekriegt hat, wo er wirklich schlecht war. Und jetzt ist er wieder klasse. Also das muss ja irgendwo im Kopf abspielen. Das kann ja nicht sein Talent sein. Weil in der Partie war er für mich eigentlich mit der Vater des Ergebnisses. Richtig. Wenn richtig. Der nicht so gut spielt, schaut die Partie ein bisschen anders aus. Und vorher hat er wirklich Partien gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, der war dann früher besser. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt ist er wieder da, vielleicht hat er mal der Major, also der Meierhofer, aufgekriegt. Oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Jetzt rennt's und jetzt sage ich auch, die werden nicht absteigen, obwohl ich die Kulisse in Innsbruck mit dem leeren Stadion ist für Fußballer, das muss man einmal sagen, das ist nicht schön. Also ich verstehe nicht, warum die nicht im Warten spielen dürfen. Weil beim Cup haben sie spielen dürfen und das ist unser Fußball ist halt, wird von Leuten ein bisschen geheim geleitet, wo man nicht weiß, was sie sich wirklich denken, aber da mache ich eine Sondergenehmigung für das Stadion. Ja, im Warten ist ein wunderschöner Platz, wenn man das angeschaut, jetzt sollen sie dort spielen. Aber nur der Oswald, seine Frau, ist heiß. Weil seit er den Finger beim Hintern gehabt hat, will er nach dem Stuhl will er sich nicht mehr aufwischen. Weil er sagt, da kriege ich wieder einen Strafe, Schatz, das muss ich jetzt zumachen. Das ist ja Wahnsinn. Der arme Ferdinand Oswald. Wir bemitleiden ihn, aber die Aktion, die werden wir mit Sicherheit bald vergessen und auch seine eigene Frau. Aber, Ferl, jetzt bist du wieder da. Eddie hat es gesagt. Wenn du wieder auf der Null spielst, wird Swarovski in der Liga bleiben.
So sieht's aus. Die WSG, die ja, setzt ein Zeichen in Richtung Konkurrenz, macht Boden gut auf die beiden niederösterreichischen Vereine der Admira und St. Pölten. Kurze Werbepause, dann beschäftigen wir uns mit dem Spiel Nummer 6. Die beiden Mannschaften, die am weitesten auseinanderliegen, treffen aufeinander. Mattersburg gegen Altach. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Damit willkommen zurück hier auf OE24TV zu Anpfiff Ihrer Bundesliga-Show. Wir schauen zunächst auf das letzte Ergebnis vor dieser Werbepause. Unser Spiel Nummer 5 endete mit 2:0 für das Schlusslicht. Die WSG Tirol setzt sich durch gegen den WRC. Die restlichen Ergebnisse können Sie noch schnell ablesen, kommen aber jetzt zu unserem sechsten und letzten Spiel, wo es heißt No Gruber, No Party. Und das stimmt momentan auch, lieber Frankie, denn ja. Andreas Gruber, der Mann mit der Nummer 11, ist das um und auf in der Offensive. Er hat jetzt auch wieder getroffen gegen Sturm und jetzt fällt er auch wieder für einige Wochen aus. Ein schwerwiegender Ausfall für die Mattersburger? Ja, natürlich. Wenn du so einen Spieler drinnen hast, der weiß, wo es da steht, ist immer bequem für einen Trainer. Und genau wenn so ein Spieler in Form ist, praktisch in Topform ist, Selbstvertrauen mitnimmt, ja, der spürt natürlich seine Kollegen, weil wenn der jetzt nicht dabei ist, dann kommt zwar ein anderer hinein, Gott sei Dank, aber ja, leider nicht in diese tolle Verfassung. Und Franz Bonweiser hat natürlich reagieren müssen. Die Startaufstellung der Mattersburger für Sie im Überblick. Wir sehen, in der Offensive ist ein Mario Kwasiner. Stattdessen drin auch ein Mann, der durchaus Qualität verfügt. Und im Zentralmittelfeld ist es Erl Thaler, der hineinrutscht in die Startformation. Springen auch gleich hinüber zu den Altachern, die natürlich eine lange, weite Anreise gehabt haben aus dem Ländle, aber Selbstvertrauen tanken konnten. Trotz der 2:0-Führung gab es am Ende einen Punkt gegen die Wiener Austria. Turnbald, der einzige auf der Rechtsverteidigerposition, der neu in der Startformation des niederländischen Trainers Alexander Pastor ist. Die Frage bleibt, No Gruber, No Party oder gibt es auch eine Party ohne ihn? Ein torloses Remis zwischen Mattersburg und Altach. Lieber Edi, vielleicht eine kurze Analyse von dir. Wer war besser, beziehungsweise wem hilft der Punkt am Ende vielleicht auch mehr? Ich sage so, es hilft überhaupt keinem von den beiden, weil die spielen ja beide ums Überleben. Und da zählt drei Punkte, das sind drei Punkte. Aber das ist so ein Wischiwaschi-Ergebnis. Also, es schaut nichts, den einen Punkt nimmt jeder ganz gern mit, glaube ich. Ist eine Ruhe, aber die sind richtig drinnen am Ende. Da werden noch die Punkte geteilt werden und so. Also das wird spannend. Ja, aber es ist wichtig für Selbstvertrauen trotzdem. Ja. Nicht? Ungeschlagen bleiben, Mattersburg in Graz gewonnen, nicht vergessen letzte Woche. Und jetzt nächste Woche hast du dann 4 Punkte, 2 Runden. Es tut gut, zwar ein verletzter Spieler, aber ja, auf das baust du auf die ganze Woche. Das ist besser wie eine Niederlage. Auf jeden Fall. Beide nehmen zumindest einen Zähler mit. Ein wenig Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. Nach einer kurzen Werbepause sind wir auch gleich wieder zurück mit den gesammelten Ergebnissen. Wir liefern Ihnen natürlich auch die Tabelle und Vorschau. Und die Tops und Flops werden auch noch präsentiert. Das heißt, für Sie gibt es keinen Grund, hier umzuschalten. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Präsentiert von Martin Grasl und Frankie Schinkels. Ein letztes Mal heißen wir Sie willkommen zurück bei OE24TV mit unseren gesammelten Ergebnissen des 20. Spieltages. Einiges zu bieten gehabt, wie zum Beispiel ein 2:2 zwischen Harzberg und dem Rekordmeister Rapid. Der LASK verteidigt die Tabellenführung eindrucksvoll, 4:1 zu Hause gegen SK in St. Pölten. Punkte dagegen liegen gelassen haben die Salzburger auswärts in der Generali Arena nur ein 2:2 trotz zweifacher Führung. Und Sturm kann sich zunächst mal mit einem Dreier, über einen Dreier freuen bei der Admira 0:2. Auf der anderen Seite die WSG Tirol zumindest mal Boden gut machen. 2:0 zu Hause gegen den WRC und zum guter Letzt dann auch noch ein 0:0 zwischen Mattersburg und Altach. Welche Auswirkung hat das auf die Tabelle? Wir sehen folgende Konstellation bei den Top 6. Da ist alles unverändert, außer dass der LASK den Vorsprung auf Salzburg auf 3 Punkte ausbauen kann. Die untere Tabellenhälfte ist auch ohne Veränderungen, aber wir sehen eben, die WSG aus Tirol macht Boden gut. Zwischen dem 9. und dem 12. lediglich 3 Punkte. Hier nochmal die Gesamtübersicht für Sie. Es ist mittlerweile auch schon entschieden, wer unter den Top 6 sein wird, außer die Wiener Austria gewinnt 2-mal und Hartberg verliert beide Spiele.
So viel zur Übersicht. Wir blicken natürlich auch in die Zukunft und haben die Vorschau auf die kommende Runde. Der 21. Spieltag für Sie im Überblick. Wir sehen der LASK gegen Harzberg, Sturm gegen die Austria, St. Pölten gegen den WRC, Rapid gegen Mattersburg, Altach gegen Salzburg, die WSG aus Tirol dann auch noch gegen die Admira. Die Spiele finden nicht nur am Sonntag, sondern Samstag und Sonntag natürlich statt. Bevor wir noch zu den Tops und Flops kommen, Edi, starte mit dir. Europa League Donnerstag, unsere Salzburger. Können sie es noch schaffen oder nicht? Die Spiele um 21 Uhr, ich muss ehrlich sein, natürlich halte ich zu Salzburg, aber die Chance ist wirklich nur theoretisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, auch mit der Leistung, die sie im Moment bieten, also mit der alten Truppe, Haaland und Co., hätte ich gesagt, die können ein Wunder bringen. Diese Truppe, der traue ich kein Wunder zu. Ich glaube, die werden knapp gewinnen, knapp verlieren, unentschieden spielen, aber ich glaube, die Europa League können die Salzburger abhaken. Du als Feyenoord-Fan, der du, glaube ich, bist, ja. Hältst du AZ Alkmaar irgendwo oder bist du voll auf der Seite vom LASK? Ich habe ein Jahr bei Alkmaar gespielt früher. Ich war auch mit in Alkmaar. Jetzt bin ich auf der Google. Ich bin wieder für Radio Austria, für unser Radio und für die Zeitung da. Und super Ergebnis, 1-1, aber unheimlich schwer. Ich habe gerade gesehen, Alkmaar hat 2-0 gewonnen. 3 Elfmeter, einer verschossen, 2 gemacht. Mhm. So, sie haben auch eine gute Generalprobe in der heimischen Meisterschaft. Wird ein unheimlich schweres Spiel für LASK. Wird ein spannendes Spiel und vielleicht geht es in der Verlängerung. So sieht's aus. Für Spannung ist gesorgt. Am Donnerstag 18:55 LASK zu Hause gegen AZ Alkmaar und um 21 Uhr in der Red Bull Arena das Rückspiel zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt. So viel zur Europa League und wir kommen jetzt noch zu den Tops und Flops von Frankie. Falls Sie in der Vorwoche zugesehen haben, dann kennen Sie diese Kategorie schon. Wir beleuchten natürlich die wichtigsten Geschichten aus diesem Spieltag oder aus dieser Fußballwoche gemeinsam mit Frankie Schinkels. Starten gleich mit unseren Top-Erscheinungen und natürlich Erling Braut Haaland. Der ist zwar abgehaut aus Salzburg, aber trotzdem noch in aller Munde. Der Höhenflug geht weiter. 6 Spiele, 9 Tore in der Bundesliga. Noch kein anderer hat das geschafft. Wie geht's weiter mit ihm? Ja, was hat er noch vor? Was ist mit der Junge? Ich habe aber tolle Geschichte gehört. Direkt nach dem Spiel, dann will er sein Schmussi haben. Er ist bereit für die Regeneration für seinen Körper. Er spielt so gern. Er beschäftigt sich mit Büchern. Er ist einfach anders. Und so spielt er auch. So schießt er Tore. Und jeder redet über ihn. Und das ist Arbeit. Talent, aber Arbeit. Der Junge ist ein richtiger Granate. Schön, dass er bei uns in Österreich gespielt hat. Weil jetzt verfolgt ihn jeder. Und wir werden noch viel von denen sehen. Ja, also alle im Haaland-Fieber, aber auch im AS Roma-Fieber derzeit, wenn es darum geht, für wohltätige Zwecke etwas zu tun. Eine wunderbare Aktion, wir haben das Ganze auch visualisiert. Man sieht immer, wenn ein neuer Spieler kommt, auf der linken Seite diesen neuen Spieler und auf der rechten Seite ein vermisstes Kind. Und durch diese Reichweite, die so Profiklubs auch haben, versucht man dann auch wirklich Kinder zu finden. 6 Kinder konnte man tatsächlich in 3 unterschiedlichen Ländern schon finden. Sie wollen das Ganze jetzt weiter verbreiten. Was hältst du von der Aktion? Applaus von mir, weil das ist eine tolle Geschichte. Das ist nicht nur irgendein Marketing oder irgend sowas, sondern da werden wirklich Maßnahmen gesetzt, dass man Eltern, dass man Familien hilft, um Kinder zu finden. Und wenn du sagst, es sind eh schon 6 gefunden, dann ist das traumhaft. Jeder, der Kinder hat, der weiß, was es heißt, wenn ein Kind dann wegfällt und du kriegst ja so eine Möglichkeit, wo man den, wie soll ich sagen, die Reichweite bekommt. Ja? Weil genau. Du sagst es selber, weil Roma hat natürlich über die ganze Welt ihre Fans. Und so ist es traumhaft. Ja, eine ganz tolle Geschichte. Auch der ein oder andere österreichische Verein kann sich natürlich dieser Aktion auch anschließen. Anschließen an Rapid für Ercan Kara. So hieß das Motto in der Winterpause. Ein überraschender Neuzugang. Einen Neuzugang, der aber auch schon gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Unsere Frage, kann Kara Rapid? Ja, ich finde das eine geile Geschichte. Der kommt von Horn, das ist eigentlich ein besserer Regionalliga-Verein. Und er hat gezeigt, dass er da viele Tore schießt. Er hat sich nicht weggeschmissen, er hat gesagt, na, ich habe jetzt nicht geschafft. Na, der hat sich zurückgekämpft und geil war er, wie er das Tor geschossen hat. Und er wollte zu den Fans, das natürlich, das ist das Leibwahl, küssen, Rapid, grün-weiß, heute kann er nicht schlafen. All meine Freunde haben mich schon gratuliert auf mein Handy. Traumhaft. Wie ein Eingefleischter, kann ja, man schon fast sagen. Aber schön, dass auch die Möglichkeit kriegt. Und ich wünsche mir, dass viele Amateurspieler diesen Schritt noch einmal probieren zu packen.
über den Amateurverein. Ja, und heute durften wir auch Hüseyin Balić zum ersten Mal in der Startelf bewundern. Bum, bum, Balić hat es geheißen, Doppelpack, das gegen seinen Ex-Verein. Wie geht's mit ihm weiter? Der ist auch noch jung, der ist noch unbekümmert, der macht genau das, was er am besten kann, Tore schießen. Ja. Kannst du mich kurz auf die Schulter klopfen? Kannst du mich kurz? Natürlich. Na okay, danke. Na, danke, weil ich habe den geholt aus Steyr, zusammen mit seinen Kollegen Matis und Petrovic um 18.000 Euro. Und ich freue mich für SGN, dass wir mit denen jetzt ein Geschäft gemacht haben. Und ich freue mich für Balić. Nicht vergessen, 2 Kreuzbandrisse schon gehabt. Der Junge ist wie Haaland. Anderes Niveau, aber im Kopf klar. Er will, er tut. Sehr schön Wahrheit, 2 Tore geschossen, nicht gejubelt. Innerlich, Martin, das wissen wir. Innerlich explodiert von Freude, aber Joni zeigen. Gegenüber ist kein Respekt. Aber das sind Fußballgeschichte. Der schießt 2 Tore gegen seinen Ex-Verein. Ja, und mal schauen, wie es weitergeht. Für eine ist es heute auch losgegangen in der Fußball-Bundesliga. Sarah Telek, die erste Schiedsrichterassistentin seit dem Jahr 2000. Da war nämlich eine Schweizer Schiedsrichterin tätig in Österreich. Wir sehen Sarah Telek hier an der rechten Seite des Hauptschiedsrichters. Etwas, was für dich Zukunft hat? Noch ein bisschen weiß, ein bisschen nervös, aber ich freue mich für Sarah. Frauen an der Macht. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Die Damen sind mittlerweile sehr gut beim Fußball, sind sehr interessiert. Und ich finde, eine Frau ist was Schönes. Ich habe selber 4 Töchter und eine tolle Frau zu Hause. So, ich habe gute Erfahrungen mit Frauen und ich kann mir die auf dem Fußballplatz auch sehr gut vorstellen. Ja, und wenn du jetzt als Trainer oder dich zurückerinnerst als Spieler, wenn da deine Frau Entscheidungen trifft, die dir vielleicht nicht so gut gefallen, reagiert man da vielleicht als Mann dann anders oder vielleicht sogar ein bisschen weniger emotional? Ja, wenn man, da kommt natürlich schon eine Meldung, aus Spaß, oder ist nicht gescheiter, du gehst wieder in die Küche, weißt du, oder weißt nicht mehr, wo der Staubsauger ist, weißt du, kannst schon ein bisschen ins Weg machen, aber ja, da kriege ich dann wieder die Tätschen. So, das hat man dann gesagt, aber... Schmäh, aber ich muss ehrlich sagen, ernst, Frauen habe ich überhaupt kein Problem mit auf dem Fußballplatz, weil die sind mittlerweile so interessiert und die haben die Ruhe. Mit einem Frauenschützer kannst du vielleicht ruhiger reden. Die akzeptieren das dann auch. Daumen hoch, also für Sarah Telek finden wir sensationell, dass sie jetzt mit dabei ist und hoffentlich auch bald eine Bundesliga-Partie leiten wird. Aber der Daumen, der geht jetzt auch nach unten. Denn natürlich gibt es auch immer wieder negative Geschichten im österreichischen und internationalen Fußball. Beginnen auch gleich mit der Geschichte, die uns seit Wochen schon beschäftigt. Coronavirus mittlerweile in Europa angekommen. 3 Todesfälle in Italien hat es zur Folge, dass in Venetien und Ligurien ganze 4 Spiele am heutigen Sonntag abgesagt wurden. Hältst du das für eine Maßnahme, die vielleicht noch mehr Angst auslösen könnte bei den Italienern oder Europäern? Oder ist das eine Sicherheitsvorkehrung, die irgendwo auch seinen Nutzen natürlich hat und verständlich ankommt bei der Bevölkerung. Ich sag dir, auf der Vorbereitung auf diese Flop hat der Eddie Finger sich ein paar Mal da hineingemischt und hat dann auch gesagt, ja, wo geht es hin? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt fange ich auch zum Denken an, weil es kommt anscheinend immer näher. Mhm. Weil wenn es in China ist, dann denkst du, ja, China, nicht? Was soll das da? Nicht, ne? So, und jetzt sind wir da anscheinend in Italien und ja, jetzt kriege ich das mehr mit. Ja, ich bin zwar 7er Fuß und lese die Zeitung und nicht nur den Sport, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt beschäftigt mich das und habe ich mit Eddie schon ein bisschen Unterhaltung gehabt, du auch. Mhm. Und dann der Brennerpass wird gesperrt oder mit den Zügen und. Ja, aufpassen. Ich weiß noch nicht auf was, aber schon ein bisschen... Überrascht eigentlich jetzt. Auf jeden Fall Maßnahmen, die gezogen werden mussten. Die italienische Regierung hat alle Maßnahmen eingeleitet. Des Weiteren haben wir auch noch eine weitere negative Story, die uns dann eher erst im Sommer betreffen könnte. Aber wir haben die Unruhen bei Sturm Graz schon angesprochen. Kreisel und Jauch, wir haben da auch ein Bild vorbereitet. Das war das versöhnliche Gespräch sozusagen zwischen den beiden, wo man dann doch wieder ein bisschen lachen kann. Aber man hat das Gefühl, bei Sturm Graz reden momentan vielleicht ein bisschen zu viele Leute mit. Ja. Dass jeder irgendwo die bessere Meinung hat. Ein Nestor El Maestro ist auch immer wieder für einen Ausraster gut. Ist das gut, was bei Sturm momentan jetzt passiert oder was ab Sommer drohen könnte? Sie haben ja nur gelacht mit dem Anstößen, weil der Wirt gesagt hat, ist jetzt eingeladen. Weil die haben nichts zum Lachen gehabt, weil ich sag dir was anderes. Sturm ist froh, dass der Kreisel weggeht als Sportdirektor. Sonst
passieren Sie das nicht so schnell heraus. Mhm. Jetzt wird der Kreisel doch wieder eine andere Funktion, weil er will vielleicht als Vermittler oder ich kenne mich zu wenig aus, wie das intern ist, aber ich habe das Gefühl, man will mit Kreisel als Sportdirektor nicht mehr weitermachen. Und das kann ich auch teils verstehen, weil die Einkäufe doch nicht echt gut waren. Ein paar Trainerverschleiß schon da waren. Mhm. Und Sturm derzeit, seit der Foda weg ist, nicht an Erfolge anknüpfen kann. Richtige Erfolge, die man aus Grazer von seiner Schwarz-Weißer erwartet. Mhm. Die haben nicht eine Fangemeinde mit 200 Leuten, sondern da kommen 12.000 zu ins Spiel. Deswegen ist der Druck auf Kreisel größer geworden. Und der Jauch hat, glaube ich, das angenommen, dass er gesagt hat, ja, passt, danke, wir nehmen dann einen anderen. Mhm. Aber das Theater ist jetzt perfekt. Kommen wir vielleicht auch nochmal auf jene Mannschaft zu sprechen, die erfolgsverwöhnt ist, nämlich Red Bull Salzburg, generell der ganze Red Bull-Konzern oder die Philosophie. Wir haben gesehen in den vergangenen Jahren, da haben viele immer gesagt, da machen alle alles richtig in Salzburg, in Leipzig oder wo sonst auch immer Red Bull den Stempel aufdrückt. Momentan hat man das Gefühl, dass der Motor ins Stocken gerät. Siehst du irgendwo die Gefahr, dass die DNA mehr oder weniger durchgeblitzt ist bei den Kontrahenten? Ich glaube, dass man jetzt ein paar Fehler gemacht hat mit diesen Transfers, dass man es vielleicht zu einfach gedacht hat, okay, Holland, Minamino weg, Breviliak weg, wir haben genug Leute. Nein, genug schon, aber nicht genug Qualität, die gleich da steht. Aber das Red Bull-DNA muss ich doch ein bisschen in Schutz nehmen, weil Leipzig ist wieder da. Ja, und die spielen auch das Red Bull-DNA. Aber natürlich gegen Frankfurt, gegen Ex-Trainer, gegen Hinteregger, gegen Ilsanker, so einen drauf zu bekommen, mit das hat keiner gerechnet. Jetzt gegen die Wiener Austria 2-2, nicht überzeugend, gut, aber nicht überzeugend. Lask gewinnt, Lask ist in aller Munde. Ich glaube, das ein oder andere Schweiß geht derzeit auf den Stirn bei den Verantwortlichen. Überzeugende Argumente muss auch die Admira in den nächsten Tagen liefern, um einen guten Trainer in die Südstadt zu holen. Edi hat vorher schon gesagt, er sollte oder müsste eigentlich aus Deutschland kommen, weil Felix Magath mehr oder weniger auch das Sagen hat. Was wäre deine beste Lösung? Gibt es einen österreichischen Trainer, der zu Admira passt und frei wäre? Ja, aber es gibt doch tolle Trainer, Glasner, Hütter beispielsweise. Ich kenne noch einen in England, den Hasenhüttl. Die sind Österreicher, die sind top. Warum ist der Klaus Schmidt jetzt schon geopfert worden? Das ist eine Strategie dahinter. Da ist ein Freundendienst, wird da vorbereitet für einen deutschen Trainer. Da bin ich beim Eddie seiner These, glaube ich auch, dass das dann ein deutsche Partie ist, die sich das dann gemütlich macht untereinander, dass man mittags vielleicht einen Kattler macht, dass wir Vierer haben. Ja, schade, dass der Schmidt so hat gehen müssen, finde ich nicht ganz korrekt. Aber ja, wir berichten nur darüber, die entscheiden. Wir wissen nicht, was hinter den Türen auch passiert ist. Abschließend kommen wir noch zum größten Aufreger, ein Ex-Salzburger, der jetzt in Leipzig ist, Hannes Wolf. Bling Bling hat es geheißen am Wiener Flughafen. Sehr protzig, mit einer sehr teuren Rolex-Uhr im Wert von über 10.000 Euro gesehen worden. Das T-Shirt, glaube ich, auch fast im vierstelligen Bereich angesiedelt, genauso wie die Schuhe. Ist das für dich auch eine Entwicklung, die auch bei Leroy Sané schon mal zu sehen war, als er beim DFB angekommen ist, mit diesem Pelzmantel, die jungen Spieler irgendwo beherzigen sollten? Im Prinzip, die war mit 15 noch mit Taschengeld wahrscheinlich ausgestattet. Jetzt kassieren sie wahrscheinlich mehrere tausend Euro im Monat und zeigen das nach außen. Ist das für dich gerechtfertigt oder nicht? Ja, ich habe nichts dabei, wenn einer viel Geld verdient, dann muss er es nicht im Keller liegen haben und mit kaputten Schuhen und umgehen. Und das muss nicht der Fall sein. Er muss gescheiter sein. Er muss nicht brillieren mit dem Scheiß. Deswegen, hallo, grüß Gott, Herr Wolf, Frankie Schengels hier. Telefonieren wir mit dem Balic, telefonieren wir mit dem Haaland und so weiter, mit Jungs, die das verstanden haben und die nicht so brillieren mit ihr Kapital, mach das später und gib die Leute nicht Futter, um dich darauf anzugreifen. Weil, weißt du, wir sind in der Fußballwelt, bist du schnell oben, aber die warten darauf, dass die auch wieder schnell einer geben können. Da ist er jetzt dran. Ja, wir sind gespannt, ob ein Echo von Hannes Wolf zurückkommt. Der Anruf wurde zumindest mal schon von Frankie getätigt und der Empfang ist auch da. Das kann ich auch bezeugen an dieser Stelle. Frankie, besten Dank für deine Tops und Flops des 20. Spieltages oder dieser sehr, sehr spannenden Februarwoche im internationalen Fußball. Und weiter geht's noch mit dem Tor der Runde.
Ja, das Tor der Runde darf natürlich auch an diesem 20. Spieltag nicht fehlen. Hüseyin Balić, kein Weg hat an ihm vorbeigeführt. Das 3:0 war à la Bonheur, wie man so schön sagt, lieber Frankie. Die Annahme mit rechts, dann das Fersel mit dem linken Fuß, dann der Übersicht, dann das Wollen. Ich will den Ball da hoch hinein zirkeln. Ja. Der Pass ist auch super. Rechter Fuß, links, rechts einmal vorlegen. Und ins Kreuz und heute gemütlich das Genießen mit der Frau bei einer Pizza mit Thunfisch und mit der Nachtbussi. So soll es sein. Hüseyin Balić, dem geht es heute mit Sicherheit richtig gut. Edi, auch von deiner Seite ein kurzer Kommentar zu dem doch sehr guten 24-jährigen Stürmer. Ja, der kann wirklich kicken, muss man ehrlich sagen. Das ist schön. Ich sehe so viele Leute jede Woche, die nicht kicken können. Ich freue mich über jeden, der es wirklich kann. Sehr gut. Schöne Schlusswort an dieser Stelle. Wir gratulieren Hüseyin Balić zum Tor dieser Runde und kommen jetzt noch zum legendären Tippspiel zwischen Frankie und Edi. In der 19. Runde hat sich der Edi durchgesetzt. Zur 20. Runde gibt es ein ähnliches Ergebnis. Wir schauen nämlich noch mal drauf. Sehen, der Edi hat wieder alles richtig gemacht. Ein Ja und Sturm Graz schießt das erste Tor. Das hat nämlich dann einen Unterschied gemacht, denn Frank hat gesagt, dass die Admira im Heimspiel gegen die Grazer das erste Tor erzielen würde. Lieber Edi, gratuliere dazu. Dankeschön. Hast du schon eine Pokalsammlung jetzt zu Hause? Oder? Ich glaube, die Giga gehört. Nein, ja. Es ist so, der Frank ist natürlich das Fußball, der lebt Fußball, der ist Fußball. Das ist Fußball, wenn ich zu mir sage, was ist Fußball, sage ich Frank. Aus. Mehr brauche ich nicht. Und das ist so geil, wenn ich ihm schlagen kann. Der steht mir dann Selbstvertrauen jeden Tag auf, gell? Ja, ja. Ja, das braucht einfach. Ja, aber in der 21. Runde werden die Karten neu gemischt. Wir starten mit unserer ersten Frage, unserer ersten Begegnung. St. Pölten gegen den WRC. Frankie, dein Tipp? Ja, ich sag ja. Da fallen mehr als 2 Tore. Weil ich glaube, dass beide defensiv derzeit so schwach sind, dass automatisch Tore fallen. Sehr gut. Hast du denn was entgegenzusetzen? Ja, ich sage, nein, es fallen nicht 2 Tore, weil die sind beide offensiv so schwach, dass sie nicht die Tore schießen werden. Ja, eine plausible Erklärung. Kommen wir weiter zu Rapid gegen Mattersburg. Da geht es darum, ob beide Teams ein Tor erzielen. Frankie, dein Tipp? Nein, weil unsere verletzte Spieler Gruber und jetzt zu Null gespielt. Ich glaube, dass Mattersburg kein Tor ist. Deswegen sage ich einmal nein. Du gehst von einer torreichen Begegnung aus? Ja, auf jeden Fall, dass jeder ein Tor ist. Also Rapid schießt so und so ein Tor. Und die Hütteldorfer Abwehr ist so instabil, dass ich den Mattersburger natürlich ein Tor zutraue. Also ich sage, ja, schießen beide ein Tor. Ja, und jetzt geht es natürlich auch noch darum, die letzte Frage aufzulösen. Die heißt immer, wer schießt das erste Tor? Das war für dich das Fettnäpfchen beim letzten Teamspiel. Sturm, Tippspiel, nicht Teamspiel natürlich. Ja. Sturm gegen Austria, wer schießt das erste Tor? Ja, ich sage Sturm. Wobei der Mondschein, der ist derzeit echt wieder gut drauf bei der Wiener Austria. Aber ja, ich glaube, Sturm, Gittes, Willi und da vorne wird schon was passieren. Und Sturm muss daheim jetzt Feier spucken. Feuerspucken auch für dich? Ich sage auch, Sturm schießt das erste Tor. Warum? Weil die Austria, das war in letzter Zeit immer so, meistens kriegen sie ein Tor und dann schießen sie eins. Ne? Und deswegen glaube ich auch, sie werden dann ein Tor machen, sicher, aber das erste Tor gehört den Grazern. Aber ich spiele 10 Euro bei Tipico auf deine 3 Wette. Obwohl ich überzeugt bin, dass ich gewinne, aber der wird dreimal, jetzt hat er 2 Meter und gewonnen. Und alle guten Dinge sind 3. Ja. Dann kannst du schon die 10er durch Studio schießen. Dann bist du eingeladen bei mir nächste Woche. Super. Aber es noch? Ja, sicher. Ja, super. Ja, Wahnsinn. Alles gerade gestellt für die nächste Woche. Wir haben, glaube ich, auch noch die gesammelte Übersicht dieser Tipps. Da sieht man, der Edi riskiert ein wenig mehr, bekäme 58 Euro raus, der Frankie 52. Wir lassen uns einfach mal überraschen, ob es den dritten Sieg am Stück für ein Edi gibt. Haben für Sie natürlich auch noch den Hinweis, wenn Sie auch mitspielen wollen. Unter tipico.at können Sie sich registrieren, dann natürlich einloggen und dann zahlen Sie einen Betrag zwischen 10 und 100 Euro ein. Dann haben Sie die Möglichkeit, das Ganze verdoppeln zu lassen, eben auf 20 oder 200 Euro. Doppeltes Wettvergnügen und schon geht es auch für Sie los. Wie gesagt, klicken Sie sich rein unter tipico.at. Bedanke mich bei den beiden Herren. Frankie, danke. Gerne. Edi, danke für deine Expertise, hat wieder Spaß gemacht. Nächste Woche selber Termin, 22 Uhr am Sonntag einschalten. Geht weiter mit Anpfiff. Gute Nacht.